Ich erzähl euch die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus. Meine Damen und Herren, hier kommt die Maus. Bescheid, die Maus, die kleine süße Maus. Wie kommt der Saft in die Tüte und wie kommt er wieder raus? Warum hat der Käse Löcher und der Käsekuchen nicht? Und warum brennt auch nachts im Kühlschrank das Licht? Wie kommt die Wurst in die Pelle und wo kommt die Pelle her? Und warum mag die kleine Maus den Elefanten so sehr? Die Antwort bekommst du direkt zu dir nach Haus. Mach die Glotze an, denn hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Yeah, hier kommt die Maus. Hey, ihr werdet es nicht glauben, doch ich habe es gesehen, wie die Maus und ihre Freunde sich im Kreis drehen. Captain Blaubeer steht am Mikrofon, die Maus bläst den Kamm, der Elefant tütet mit dem Rüssel, wie er kann. Dann tobt die ganze Bühne, alle hüpfen in die Höhe. Der Maulwurf, der Eisbär und rufen laut, okay, Heinblöd auf der Bühne bittet um Applaus, meine Damen und Herren. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Hört der Pferde an. 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 Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Die Party geht ab. Alle wippen wie verrückt, Heinblöd, Captain Blaubeer und die anderen sind entzückt. Die Maus nach zufrieden an einem Stückchen Käse, Heinblöd und die Jungs machen eine Polonaise. Die kleine gelbe Ente watschelt lustig durch den Saal, von vorne nach hinten und das Ganze noch einmal. Der Elefant tütet noch mal einen aus dem Rüssel raus. Dankeschön, hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus. Hier kommt die Maus.